Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, wir waren ja beim letzten Mal dabei, den Mond zu erkunden, beziehungsweise die Mondbasis. Und ich muss erstmal wieder reinkommen. Bin hier, glaube ich, beim letzten Mal, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen, da Folge 1 schon eine ganze Weile auf meiner Festplatte fertig lag. Aber ich glaube, hier ist der Weg. Oh. Was ist das? Nehmen wir doch mal mit. Zack, hier. So, fertig. Schauen wir uns das Ding mal an. Hier drüben, oh. Allianz. Sergeant Reeves. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Verstanden. Oh, das wollte ich nicht. Haha. Okay, gut. Was auch immer ich da gerade gemacht habe. Ich glaube, ich habe gerade ein Schild eingesetzt oder so. Oh, da ist Besuch. Oh, oh. Heilige Scheiße. Ja, dann sollten wir da mal ganz schnell Hallo sagen. Mit einem schönen Blutbad. Ja, können sie ja. Hier, mach mal was für dein Geld. Betäubungsschuss. Und du machst auch noch mal Blutbad. So. Wenn ich jetzt noch treffe, wäre es natürlich optimal. Tschüss. Da kommt noch einer. Da ist ja noch einer. So, jetzt aber. Schauen wir uns mal um. Die Typen waren von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Tja. Gute Frage. Sie wissen es nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Ja. Das bezieht sich alles auf den zweiten Teil, den ich ja nicht gespielt habe. Oh, 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 oh. Komm, wir machen mal eine Brembo hier. So, weg. Der schießt heute aber auch wieder wie eine Mutti. Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, da sind nur ein paar Fahrzeuge. Dann hatten sie wohl Hilfe. Na toll. Ein Insider. Wahrscheinlich. Man bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen. Ja. Na denn los. Holen wir so uns zurück. Hier so. Ich will hier rein. Hallo? Oh. Blind, wie immer. Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Worauf? Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass sie es jetzt nicht mehr tun? Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu. Ich hatte seit der Zerstörung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Ja, ja. Schleim nicht rum. Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Ash. Na toll, direkt dicke Luft. Guter Folgenbeginn, direkt dicke Luft. Zwischen den Hauptcharakteren.
Data und seiner Ishe. Bitte, vertrauen Sie mir. Zukünftigen, vielleicht. Es ist nur. Oh oh. Ah. Da hat's aber jemand eilig. Die schießen noch schlimmer als ich. Die schießen schon wie Großmutti. Oh. Nett. Das soll ich auch können. Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja. Halleluja. Endlich antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung. Als ich von dem Alpha-Portal-Vorfall erfuhr, wusste ich, dass ich was tun musste. Hackett wusste es auch. Ich habe ihn kontaktiert und wir haben unsere Ressourcen gebündelt, um gegen die Reaper vorzugehen. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Ich wollte sie besuchen, aber... Ich stand unter Hausarrest. Ich hätte ihnen sowieso nicht viel helfen können. Sie haben vermutlich recht. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten, eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Oh, nicht lange rumtrödeln hier. Stehen da und quatschen, Welt geht unter. Wir wollte gerade sagen, ja. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Nix, aber hau ab. Sofort, Mister. Lieutenant. Was Chef sagt, wird gemacht. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben Tja, aber jetzt hat sie Freunde mitgebracht. Ein paar Pünktchen kriegen wir auch noch. So sieht's aus. Dann kann man da nicht durchschießen. Ich kann Singularität einsetzen, um Na dann los. Zack. Kein Problem für jemanden mit Biotik. Ja, ist gut praktisch. Das waren alle. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Genau. Da sind so Fahrstühle. Na toll. Sie haben den Fahrstuhl sabotiert. Suchen wir uns einen anderen Sagst Weg. Sagst du doch jetzt bloß, weil du nicht rechtzeitig mit dem Fahrstuhl dran warst. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Ich weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos.
Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber... Tja, hätte, hätte Fahrradkette. Zwischendurch sind ja die Moves ziemlich cool, die er so macht. Los, lauf! Ich schaue mich bloß nochmal um nebenbei, falls hier noch irgendwas ist. Oh, da kackt mir die Stimme ab. Sehr praktisch gerade. So, Sesam, öffne dich. Der wirft eine Granate, interessiert mich aber gerade nicht, weil ich bin immer... So. Tschüssikowski. Noch mehr? Noch jemand ohne Fahrschein? Nein? Gut. Weiter. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Laufband? Du kannst ja jetzt nicht an Sport denken hier. Oh, das sieht ja gut aus. M4 Shuriken. Ist die denn besser als unsere Waffe? M4 Shuriken. Wo sind die? Hä? Aber wir können auf jeden Fall mal die ausrüsten. M4 Shuriken. Ja, keine Ahnung. Hier, in die. Ach, 2. Verstehe, ein Upgrade. Das ist praktisch. Los, mach Lack. Guck mal, ich helfe dir. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Das ist aber bestimmt die Verräterin. Vor einer Woche, Mensch. Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, okay, dann los. Nicht lange rumschnacken hier. Vorher nochmal gucken, aber hier ist sonst nichts weiter so. Sesam, öffne dich. Ist auch nichts weiter. Oh, nämlich Funzel aus meinem Gesicht. Uiuiui. Dann sollten wir uns beeilen. Oh, da geht's aber tief runter. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Gut. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. So sieht's aus. Okay, da geht's nicht lang. Also müssen wir da hinten rum. Hier so, wo die Leiter so ist. Schlecht! Der Sturm verursacht Störungen. Guten Tag. Haben Sie den Kontakt zur Null in die Fahrzeuge? Wie ist Ihre Position? Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie! Wie ist die Position? Hergekommen? Nee. Verdammt! Der Sturm wird in Kürze hier sein. Ich glaube, er ist schon da. Wieder egal. Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Okay. So. Wer sich das durchlesen will, kann sich das natürlich gerne antun. Einfach Video pausieren und dann zack, habt da genug Zeit, um euch das durchzulesen. Ich kenne die Texte schon, deswegen spare ich mir das jetzt ganze, das ganze Mal. Also Sprache ist halt auch wieder so ein Problem, ne? Oh oh. Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianz-Soldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nächsten Raum überprüfen. Da drin ist es dunkel. Soll ich die Fenster kaputt schießen? Nein, außer Sie wollen diesen Raum auch noch dekomprimieren. Ich sehe niemanden. Los, da drin lebt niemand mehr. Genau, geht mal weiter. Wir bleiben hier hocken. Da drüben müssen wir hin.
Okay. Zielfernrohr noch mitgenommen. Okay, hier mussten wir doch nicht hin. Aber zumindest haben wir uns noch mal schön was mitgenommen. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt hier raus, ohne von denen gesehen zu werden? Wahrscheinlich da vorne an der Tür. Aber hier ist auch nichts weiter, was man jetzt irgendwie machen kann. Das ist ein bisschen doof. Müssen wir echt die Fenster kaputtballern? Gucken, ob das was bringt. Nein, das wollte ich nicht. Ja, komm, werfen wir ein Granitchen dahin. So, dann haben wir die schon mal ausgeknipst. Die Tür ist verschlossen, das heißt, wir müssen hier hin. Machen einmal Klimbabim und dann geht das. Wir müssen erst den Druck im Raum hier stellen. Fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Schauen wir uns die mal an. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Ah, toll. Wissen wir, wie Cerberus sein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden Sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen... Dem bleibt nichts anderes übrig, Mäuschen. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut. No, auf geht's. Ich bin wieder das übelste Vorbild. So muss das sein. Hast du was Schönes für mich? Nö. Überwach mal. Ist hier noch irgendwas Cooles? Muni? Waffen-Upgrade. Für die MP. Was haben wir hier? Waffen-Mod-Station. Präzisionsgewehre. Was haben wir denn hier? Erhöhte Waffenstabilität. Brauchen wir nicht, CA sowieso wie ein Arsch. Magazin-Upgrade, ja, Durchschlagsmod. Das ist eigentlich ganz praktisch. Erhöht Schaden. Schaden ist immer gut. Schaden ist immer gut. Wir gehen mal hier schön auf Schaden. Lalalala, Rückstoß. Magazindichte. Durchdringung von Objekten. Ach, verringert aber den Schaden, möchte ich nicht. Zielfernrohr, alles klar, nehmen wir. Fertig. Gut, reicht. Für die anderen beiden brauchen wir nichts machen, das interessiert mich nicht. So, hier. Heldenkopf. Wer will, kann sich es wie immer durchlesen. Ach du Scheiße, das Zielfernrohr nehme ich dann aber bei Gelegenheit wieder raus. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht. Habe ich am ersten Teil ziemlich vermisst. Da hat man ja nun... Mann, mach mal hier deine... Genau die. Oh, mein Schild ist down. Weg, 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 die Entdeckung. Gut, aber den Schilden ist, man kann da so schön durch den Schlitz durchschießen. So, tschüss. Cerberus Wächter. So, der ist auch weg. Da war aber noch irgendwo einer.
nicht. Okay, ich muss nochmal zurück. Dieses Zilfernrohr, das nämlich auf jeden Fall wieder raus ist. Das ist jetzt nicht so praktisch. Modifizieren. Zilfernrohr möchte ich weghaben. Durchschlagskraft. Hier. Magazin. Alles klar. Super. Sehr schön. Ich will mal Shift drücken, wenn ich sprinte. Ich drücke mal Shift, wenn ich sprinten will. So. Datenpad. Ja. Kriegen wir nochmal ein paar XP. Oder EP. Oder XD. Oder Löffel. Munition ist voll. Da schießt schon wieder einer auf mich, aber es ist mir jetzt gerade egal. Nein, ist es nicht. Komm hier, friss mein Blutbad. Na los. Noch einer. Zwei. Scheiß auch. Ist ja mal gar nicht. Aber zum Glück habe ich hier meinen Scouter aus Dragon Ball und kann die orten. So nach Kampfkraft und so. Guck mal, was sich da anbietet. Zack. Bräuchte ich mich das Zielfernrohr am Arsch. Teuerungsschuss. Komm, wirf mal noch so ein Granätchen. Komm, gehen wir unten lang. Machen wir hier eh noch Rambo. Kein Problem. Tschüss. Okay, hat nicht geklappt. So, jetzt aber. Ja, war ein bisschen unvorsichtig, ein bisschen dumm und hat aber Spaß gemacht. So, ist mir egal. Wieso sind die... Entschuldigung. Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. An die Stelle erinnere ich mich. So, erstmal Tür öffnen und dann konnte man hier. Hier haben sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Genau. Haha, kommen wir trotzdem ran. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Level up. Archäologische Datenschätze, die noch nie studiert wurden. Okay. Dann müssen wir das jetzt nochmal ein bisschen besser timen, damit wir an die Türen rankommen. Los, dreh dich mal andersrum. So. Jetzt kommen wir auch durch die Tür durch. Dort oben. Durch die brauchen wir nicht, da kommen wir eh nicht lang. Öffnen wir das Ding hier mal und dann kommen wir zwischen. Das ist die Bahn. Na, dann wollen wir doch da mal hin. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Ja, lass mich erstmal umschauen. Mal diese Hektik. Und ich sehe gerade, ich überziehe schon wieder voll die Folge. Deswegen schnappen wir uns mal hier die Waffe. Katana. Das ist eine Schrotflinte. Eine ziemlich gute. Glaube ich. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ach so. Cool. Kriegen wir gleich alle Upgrades hier oder was? So. Bevor wir durch diese Tür gehen, beende ich mal die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Macht's gut. Bis denne und tschaußen.